Na, hier sieht man noch nicht viel. Die Zeit, um es theologisch zu formulieren, aller Herrgottsfrühe. Der Ort über dem Sellerpass. Michael sortiert sein Zeugs und dort müssen wir erstmal hinauf. Hier sieht man es schon etwas genauer, die Demetz-Hütte. Unglaublich genau unser Timing. Nur etwa jedes zweite Jahr steht unsere anvisierte Tour jeweils für gut einen Monat. Und dies nun kombiniert mit untergehendem Vollmond. Und schon geht es etwa 100 Höhenmeter hinunter, um das Fassaner Band zu erreichen. Sehr angenehm heute die warme Temperatur, die allerdings zugleich den Grund dafür darstellt, dass wir nicht die Einzigen sind. Doch die beiden Italiener sichern brav Seillänge für Seillänge, sodass wir sie ganz am Anfang der Tour gleich noch schnell überholen. Irgendwann freilich holen wir dann auch noch das Seil heraus. Wie man sieht, ist das Loch für die Eisschraube schon vorgebohrt. Ja, hier müssen schon ganze Heerscharen von Eiskletterern während der letzten paar Tage hochgewickelt sein. Die Seillänge, in der wir uns hier befinden, stellt die Schlüsselseillänge dar. Mit WI5 fast schon zu einfach, aber gerade beim Eisklettern darf es auf keinen Fall darum gehen, immer nur die höchsten Schwierigkeiten zu jagen. Schon haben wir die Seile wieder auf den Rücken genommen. Nur wenig höher folgt die berühmteste Passage der Route, das Loch. Sehr einfach zu klettern, sehr nett, aber zweifellos sehr originell. Na, wenn da jeder so rumpickelt wie Michael, bleibt hier bald kein Eis mehr übrig. Wobei die Lebensdauer der Route ohnehin sehr beschränkt ist. Jeweils Ende Januar schmilzt die Schlüsselseillänge ab. Und natürlich, besser ein wenig mehr rumpickeln als runterfallen. Und welchen Gesamteindruck nimmt Michael von dieser Passage mit? Die Nuss pur, gell? Eben. Du hast der Klemmblock eingezeichnet und jetzt 50 Meter wie I4 Plus rechts rauf. Dann müssen wir uns wahrscheinlich zwei Seillängen sichern, also zwei wie vier Seillängen. Ja gut, da müssen wir rauf. Gesagt, getan. Auch hier Genuss pur. Dank zweier T-Blocks gibt es gleich eine ganz lange Seillänge. Weiter oben allerdings wird die Sache schon fast banal einfach. Aber durchaus nett. Michael versucht, der Sache durch eine geschickte Kameraeinstellung etwas mehr Dramatik einzuhauchen. Oben dann ein äußerst massiver Standplatz und endlich Zeit, das Seil nun wirklich zusammenzunehmen. Noch einige Meter bis zum Ausstieg. Nun wartet noch ein halbstündiger Gipfelgang, doch unseren ganzen Material gönnen wir den Gipfel nicht. Wir haben eh viel zu viel Zeug dabei gehabt, aber das wird alles unter Training verbucht. Die neue Leichtigkeit ermöglicht Michael philosophische Höhenflüge. Das ist einfach ein kurzes Gefühl und jetzt kann ich gut sitzen, gell? Die Spezialität der Seilschaft Laura Klein besteht darin, immer wieder mal einen Verhauer einzubauen. So auch hier. Wir sind zu weit rechts gegangen und müssen nun schauen, wie wir wieder auf die normale Route kommen. Naja, wenigstens ein originelles Element bei unserer Begehung. Gut, wenn man den Film hinzunimmt, sind es zwei, aber ob der wirklich originell ist, beurteile der Betrachter. Hier nun aber endlich richtig und somit nicht mehr originell. Lang zieht sich dieser Gipfelhang dahin, doch alles hat ein Ende, nur das Seil hat zwei, aber das liegt ja weiter unten, und wir genießen die Sonne in vollen Zügen. Hier der Hauptgipfel des Langhofels, links der Salamiturm, der von St. Christina aus wirklich aussieht wie eine Salami.
Auf unserem Gipfel könnte man gut und gerne Federball spielen. Nur mit diesem Wind wäre es nicht gerade einfach. Aber schön flach ist er definitiv. Im Vordergrund Torre Innerkofler, weiter hinten der Ortler, aber sonst ringsherum lauter Dolomiten. Lange, kurze, dicke, dünne. Tja, da gibt es noch viel zu klettern, besonders im Sommer. Zunächst heißt es aber Abstieg gemäß Aufstieg. Und nun verstehen wir auch, warum das Holzknecht-Couloir so früh im Jahr abschmilzt. Wir sind dankbar für dieses nette, eisige Schmankerl. Und zufrieden wenden wir uns wieder der lauten, schnellen Welt dort unten zu.